Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommandator 70 mit einem weiteren Gästreplay und ja, Mr. C2VU ist der Clanvater mit dem 8er mittlerer Panzer, der Japaner Premium Panzer, den STA-2 auf der Map Erlenberg im Norden gestartet. 8er, 7er, 6er Gefecht und wir haben hier 4 8er, 3 7er, 8 6er, darunter 4 Heavys, 5 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light und eine Arti. Ja, der abstürzende Flieger ist ganz schön laut. Naja. Er befindet sich hier im Zug mit einem Clan-Kameraden. Und zwar, das ist der Darth Loki. Der bedient auch den STA-2. Also Doppel-Japaner, wollte ich mal sagen. Und wir haben hier Munitionsverteilung von 25x AP, 240 Damage, 212 Durchschlag, 20x Heat. Als Premium-Munition dabei mit 275 Durchschlag und 5x HE. 320 Damage, 45 Durchschlag. Kleines Weg geht, kleines Ritt geht. Automatischer Feuerlöscher. Mission gucken wir auch mal gleich. Das ist mittlere Panzer 4. Bleib endlich stehen in Richtung Objekt 260. Ja, ist hier zur Burg gefahren. Auf die westliche Seite. Fährt jetzt hier in dieses kleine Dörfchen. Interessant. Noch kein Gegner schießt. Da ist die Hellcat. Auto eben drauf. Schuss raus. Da drüben T-150. Ja. Der dürfte abprallen. Also T-150, ne? Der ist sowieso blind wie Hulle. So. ST-25 AT. So, oh, sein Zugkamerad hier und Clankamerad hat schon mal gut gefressen. Hälfte der Hitpoints ist schon weg. War ein bisschen zu offensiv. So, da haben wir noch den Stritzwagen M4257. Das ist der 6er Autoloader der Schweden. Da hinten ist Cameron Action X. T150 rausgenommen. Erster Kill. Ja, Arti pflastert hier rein. Ganz an der Linie hier lang gefahren. Abstand halten. Reloadzeit haben wir hier 6,33. Einzielzeit 1,8 Sekunden. Sichtweite 400 Meter. 55 km/h fährt er vorwärts, 23 rückwärts. Und ja, ich dachte schon, nee. Sein Zugkamerad ist noch dabei. Ups, wer ist da geplatzt? 1 zu 4. Drei Panzer zurück. Auto eben auf der T25 AT. Er schießt aber nicht. Er möchte nicht aufgehen. 3 zu 4, nur ein Panzer zurück. Gut aufgeholt. T25 AT ist raus. Schön hier hinter dem Wrack bleiben. Sieht aus wie das Wrack vom 40 TP. Glaubt, das war der auch. Ja, der steht dahinter. Kommt da nicht drauf. Steht sowieso auf der anderen Seite. Sieht. Meine Position unterstützen. Oh, jetzt bräuchte er hier vom VK 3002M, soll ihn unterstützen mit. Das hat er gehört, macht er auch. Weil sein Zug- und Clan-Kamerad kann nicht mehr mithelfen. Er hat zu wenig Hitpoints. Zu viel gefressen. 4 zu 5. So, was sehen wir da? 122 TM. Der müsste reingegangen sein in die Seite.
Nee, da kommt er jetzt nicht mehr drauf. Ja, der steht dahinter. 5 zu 7, zwei Panzer. Oh, was haben wir hier? Panther? Ja, gibt's Schlagabtausch hier? Oh, jetzt nervt doch noch dieser 6er Auto, oder? Er konnte alle drei Schuss, hat er drei Schuss oder vier Schuss Magazin? Sieht aus wie vier Schuss Magazin. Oh, jetzt gibt's ja aber richtig welche gebraten hier vom AL-44. 575 Hitpoints hat er noch. 6 zu 8. Ja, AL-44 dahinter, der Ruin. VK-3001 hat's erledigt. Der ist Rauch raus. Unterstützung hat er jetzt hier nur noch vom Jackson. So, Tiger 131, der Wüstentiger. Der Schuss könnte reingegangen sein. Das Gefecht ist ein bisschen zum Stillstand gekommen. Und wieder kommt der Spruch, aufgehen, draufgehen. Ist nicht mein Spruch. Ne? So, Hellcat und Butch. Oh, haben wir schön gesehen. Auf der A-Linie. Hellcat wollte den KV-2 angreifen und KV-2 hat einmal ausgepustet. Oh, schade, ist gerade durchgefahren. Jetzt aber. Und nächster Schuss. Jawohl, da geht der Cameron X zu. Konnte aber rausnehmen, zweiter Kill. Sehr wichtig gewesen, der Kill. So, Ausgleich 9 zu 9 steht es. So, öfters über die Hälfte der Spielzeit ist rum. 1247 Damage, 591 Aufklärungsunterstützungsschaden. Weiterer Mitspieler. Sein Zug- und Clan-Kamerad hat es in der Zwischenzeit zerrissen. Und wir warten. Ja, wer könnte denn da jetzt noch gefährlich werden? AL-44, auch der Tiger 131. Da ist dieser Schweden. Auto erstmal drauf. Er schießt aber nicht, dass er nicht aufgeht. Weil der Jackson muss mit rankommen. Ja. Hinterm Gebäude. Wenn er jetzt schießt, geht er auf. Arti kann nicht mehr unterstützen. Ist schon längst raus. So, Bisonte C45 kommt zur Unterstützung. Fährt aber ganz schön quer da über die Pläne. Wenn er nicht aufpasst, schießt der AL-44 oder Tiger 131 drauf. So, Bisonte konnte erstmal auf den SCAV schießen. Jetzt schießt er. Erster Schuss. Und ranfahren. Und zack, da kann er den endlich rausnehmen, den SCAV. Dritter Kill. So, AL-44 war eben noch full life. Hat sich vom KV-2, glaube ich, eine gebraten. Alle geht da auf. So, IKV. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. IKV kann hier drauf wirken. Die kleine Ikea-Düse da. Der 6er IKV 65-2. Huh. AL-44. Auch nochmal 69. 55 Hitpoints bleiben ihm noch. Jetzt heißt es natürlich aufpassen. Nicht mehr aufgehen. Das müssen jetzt die anderen da klären. Nicht, dass er noch
rausfliegt hier. Zieht sich erstmal ein bisschen zurück hier. Ja. Könnte jetzt noch unterstützen seine Teamkameraden mit einem sicheren Schuss. Jetzt kommt hier der Jackson langsam angewalzt. Ja, was der für eine Aufgabe hat, weiß auch kein Mensch. Ich glaube, der guckt sich bloß die Map an und fährt von Busch zu Busch. So, 2 HP und da geht der AL-44 raus. So, nur noch der Tiger 131 und der IKV. Zack, und da hat es den Tiger zerlegt. Ein Hit auf den IKV. Der bleibt stehen. Und, jawohl, da kann er den Ikea-Wagen rausnehmen. 4. Kill, wichtig. Und das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift, Sayonara, Panzerchen. Und da haben wir hier das, haben wir die erste Klasse. Und dann haben wir Handgottes, Speer, Schläger, Duellandkämpfer, Wirkungsfeuer, 177.999 Credits, XP kommen wir später, Großkaliber und Meisterschütze. Ich denke, mein Teamscore 3275 Damage, 4 Kills, 1254 Basis XP. Und da guckt man hier, was hier darf Loki gemacht hat. Und zwar 424 Damage, 0 Kills und 488 XP. Ja, nicht so eine starke Runde. Ist halt so, kommt vor, was soll's, ne? Dann gehen wir direkt einen Report rein. 16 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 15 Mal durchschlagen. 1458 Damage über 300 Meter, 1628 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden, weitere Mitspieler und das macht einen kombinierten Schaden von 4903. Gefahren 2,5 Kilometer und dafür gab es 74.166 Credits, dann persönliche Reservenbonus 55.625, macht 177.999. Abzüglich Repair und Munition bleiben 162.950 Credits über. Das kann man mal so mitnehmen. Ja, die Runde hat dann doch ein bisschen länger gedauert. 11 Minuten 15. Er musste sich nachher zum Schluss ein bisschen zurückhalten. Dann hätten ihn noch hier dieser STHV 4257 geärgert. Und der Ikea-Wagen, ne? Ging ihm auch auf den Sack. Ja, dann haben wir hier die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Dann haben wir hier irgendwie so Training. So irgendwas aktiviertes, 941 XP und hier freie Erfahrung auch dazu noch extra. Dann Bonus für Premium-Fahrzeug 188 XP und Platoon-Bonus 282 XP macht 5173 XP und 713 freie Erfahrung. Ja, nette Runde hier mit den SR 2. Ja, mir hat's gefallen und ich hoffe euch auch und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.